Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera und vor der Kamera Sabine Reber bei Harz, dem Lilienspezialisten in England. Ja, das ist einer der Gründe eigentlich, um an die Jazzy Flower Show zu kommen. Also der heimliche Grund, wieso man hierher kommt, ist, dass man hier diese Zwiebeln von diesen wahnsinnig schönen Lilien kaufen kann. Und also die duften ganz unglaublich. Den Duft können wir jetzt nicht im Video irgendwie rüberbringen, aber es ist fast überwältigend, wie das hier duftet. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Ende die Kamera halten kann. Ja, das macht ja ziemlich besoffen. Das ist wahnsinnig. Also, und das sind wieder Sorten, die ich auch noch nicht habe. Ich habe natürlich einige von diesen großen Lilien, so eine riesige weiße habe ich bei mir im Garten. Und diese roten, die muss ich immer einem Freund mitbringen, die sind wieder ganz schön. Ne? Also, fast samtig, das ist ja fast wie künstlich. Groß und dramatisch, das ist so toll. Also aber Sabine, was sind so die Bedingungen für die Lilienkultur im Garten? Die sind total einfach zu ziehen, das ist verrückt, ja. Also diese, auch diese Riesenlilien, ich habe die in Twan einfach tief genug verpflanzt, wie bei allen Zwiebeln ungefähr doppelt so tief. Wenn die Knolle so tief ist, doppelt so tief, wie die Knolle groß ist. Das ist so die Grundregel für die meisten Zwiebelpflanzen. Und dann einfach in Ruhe lassen. Die kommen jedes Jahr wieder. Also ich mache da fast nichts, außer etwas mache ich. Sobald es etwas wärmer wird, so Anfang Mai, dann gehe ich natürlich Lilienhähnchen zerquetschen. So. Zerdrücken. Richtig sadistisch. Ach, diese Scheißkerle, die muss man, und man sieht die gut, die sind knallrot und die fressen nicht nur die Blätter, sondern die gehen oben drauf und fressen die Knospen. Und dann wird es natürlich nichts. Aber ich würde, da ich ja ohne Chemie gärtnere, also ich würde da nicht irgendwie spritzen oder so, man muss da einfach so patrouillemäßig dann diese Lilien eigentlich am besten daneben stehen und die bewachen. Und jedes Lilienhähnchen, was da auftaucht, muss man natürlich gründlich zerquetschen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und sonst, also ich gebe denen schon im Herbst ein bisschen Kompost, aber die sind auch extrem winterhart. Also die haben die letzten Jahre, diese strengen Winter, haben die problemlos überstanden. Also die stäbst du diese schweren Blumen, Blüten, oder muss man die nicht stäben? Oder können die auch mal brechen im Wind? Ja, doch, ich tue die schon an so Weidenstecken festbinden. Oder am Bambus oder irgend so etwas. Also es ist auch noch das andere, also im Gartenbeet kann man die einfach pflanzen und sein lassen. Die sind sehr schön als Topfpflanzen. Und da gibt es in England so die eigentlichen Lilientöpfe. Die sind dann etwas höher, so größere, so die Art von Form. Aber man kann die auch sehr gut in so Zinkkübeln halt pflanzen. Einfach unbedingt Löcher in den Boden machen. Und Zwiebelpflanzen, eigentlich alle Zwiebelpflanzen, die faulen sehr leicht. Das heißt, da muss man wirklich Blähton oder Split auch, also Blähton unten rein in den Kübel. Und dann auch die Erde, also mit viel Kompost, aber da sollte man auch etwas Split reinmischen, dass einfach überschüssiges Wasser gut ablaufen kann. Und dann kann eigentlich den Lilien nicht sehr viel passieren. Etwas muss man auch noch sagen, Lilienknollen kann man ja auch essen. Jetzt diese, die kosten ein kleines Vermögen, also die würde ich jetzt nicht essen, aber so die Lilium Regalum. Die Lilienproduzenten hätten Freude. Ja, aber das wäre echt ein ruinöses Mal, weil es einfach zu teuer ist. Aber so Lilium Regalum, also die Königslilien, die sich auch ganz gut vermehren im Garten, die kann man natürlich auch essen. Wie schmecken die? Ja, das sind so all diese Knollen, so ein bisschen Topinambur ähnlich, so in die Richtung halt. Je nach Sorte, ich habe jetzt auch noch nicht alle Sorten durchprobiert. Okay, herzlichen Dank Sabine Reber für diese vielen Tipps. Ich gehe jetzt einkaufen. Ja genau, und schauen, ob es noch Hähnchen zum Töten hat. Ja, hier hat es keine, das ist so perfekt, aber daheim muss ich schon gucken. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier gibt es gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier gibt es Gärten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.